Italiens Regierung will nach dem Ärger mit der EU über den Haushalt nun doch bestimmte Änderungen vornehmen. Für das kommende Jahr bleibt Rom allerdings bei einem Defizit von 2,4% der Wirtschaftsleistung. Danach soll es aber eine schrittweise Reduzierung geben, bis auf 2% im Jahr 2021, berichten italienische Medien. Zuletzt hatte die europakritische Koalition aus Sternebewegung und Lega auch für 2020 und 2021 ein Minus von 2,4% angepeilt. Anleger an den Finanzmärkten hatten am Dienstag nervös reagiert. Der Risikoaufschlag für italienische Staatspapiere stieg im Vergleich zu deutschen Bundesanleihen auf ein 5-Jahres-Hoch. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, wenn alle Details auf dem Tisch lägen, könne die Kommission ihre vollständige Bewertung abgeben. Die beiden Parteien wollen vor allem teure Wahlversprechen wie ein Bürgereinkommen und Steuersenkungen einlösen. Die Opposition und die Kritiker sagen, dass es der italienischen Regierung im Grunde genommen nur um zwei Dinge gehe. Einmal den Weg zu ebnen, um der EU die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn die großzügigen Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Zweitens, eine antieuropäische Stimmung zu schüren, die bei der Europawahl 2019 den beiden Regierungsparteien, der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung, zugutekommen könnte. Claudio Lavanga, Euronews. Roma.